Arno, wir fangen an mit der Analyse des Spiels, das Fazit zu der Niederlage beim VfL Gummersbach. Ja, wir fangen nicht so gut an, kommen trotzdem wieder zurück. Das fand ich überragend. Erstmal mit unserer Deckung und dann machen wir unsere Tempotoren. Ja, und dann sind wir letzte zwei Minuten in Unterzahl. Die machen 3-0 und wir sind drei Tore hinten. Dann zweite Halbzeit fangen wir nochmal gut an, wir kommen wieder zurück, dann gehen die wieder drei Tore vorne. Ja, und dann am Ende hat Gummersbach schon Qualität gezeigt, aber wir haben eigentlich auch zu viele freie Bälle geworfen. Wir waren nicht so weit weg von Gummersbach heute. Das Ganze sollte ja heute auch so ein Gradmesser sein, wo ihr steht, mit dem Blick zurück in die erste Liga zu wollen. Wenn man mal jetzt die Bälle aus der Nahdistanz nimmt, dann seid ihr so nah eigentlich oder so weit eigentlich nicht weg. Ja, hast du recht. Die Jungs haben wirklich super gekämpft heute. Aber trotzdem, ja, das ist die Qualität von der ersten Liga mit den Torhütern auch. Oblik hat heute, weiß nicht, 15 Parade gehabt. Ich denke, 12 freie Bälle gehalten. Das ist eigentlich nicht zu viel, wenn wir gegen Gummersbach spielen. Wenn wir wollen was holen, dann ist das eigentlich zu viel heute. Aber insgesamt haben die Jungs wirklich gut gekämpft. Und jetzt ist der Blick auf das Spiel am Sonntag. Jetzt hätte man auch sagen können, es fehlen Babak, es fehlen Bayer. Gleichzeitig könnte Gummersbach da auch sagen, Mahé fehlt etc. Aber mit Blick auf jetzt das kommende Spiel in der Liga, wie wichtig ist es fürs Wochenende, dass auch ein Tomasz Babak und Noah Bayer wieder zur Verfügung stünden? Ja, wir müssen einfach gucken, ob der überhaupt am Sonntag da sind. Müssen wir einfach morgen, übermorgen testen, ob das reicht. Aber wir sagen mal, natürlich, super Spieler, für uns wichtig, auch in der Kabine, auch auf dem Spielfeld. Aber wie du auch selber gesagt hast, Gummersbach ist auch in Verletzungskrise. Aber trotzdem ist Köster wieder dabei und ich freue mich, dass so ein junger, guter Spieler wieder zurück ist auf der Platte. Jetzt ist das Spiel am Wochenende, Erster gegen Dritten mit Hamm. Es geht darum, die Tabellenführung mit aller Macht zu verteidigen. Was erwartest du für einen Gegner? Ja, wir kennen natürlich den Trainer. Wir warten auf gutes Spiel, hartes Spiel, sehr kämpferisches Spiel. Wir müssen von Anfang an da sein, mit voll Fokus. Und wir wollen im ersten Platz bleiben, deswegen brauchen wir und Unterstützung von unseren Fans. Es ist auch dann das erste Spiel in der Mitsubishi Electric-Halle in dieser Saison, wo ja auch immer eine gute Heimspielstimmung aufgekommen ist. Ist da Vorfreude da, so ein Spiel Erste gegen Dritten in Düsseldorf dann auch zu machen? Ja, genau. Wir haben bis jetzt nur in Wuppertal gespielt, jetzt spielen wir in Düsseldorf. Und bis jetzt hat die Spieler richtig gute Stimmung in Düsseldorf gehabt. Und wir freuen uns auf dieses Spiel. Wir freuen uns, für unsere Fans zu spielen wieder. Da haben wir richtig gut gespielt und wollen 2 Punkte holen am Sonntag. Der Pokal ist jetzt abgehakt, jetzt geht der volle Fokus eben Tabellenführung und dem Ziel zurück in die erste Liga. Wie wichtig ist dann jetzt der Dezember, allein mit eurer Heimstärke und den 4 Spielen in Serie zu Hause, da eine klare Abstufung in der Tabelle auch hinzubekommen, für die weitere Planung, für euer Selbstwertgefühl etc.? Ja, wichtig, aber wir wollen trotzdem Spiel zu Spiel gucken. Am Sonntag spielen wir gegen Hamm und das ist das erste Spiel jetzt. Da wollen wir 2 Punkte holen und wie ich sage, Spiel zu Spiel, das ist dann am besten.